Wenn du das vorige Video durchgearbeitet hast, kannst du dieses Beispiel jetzt wahrscheinlich schon ohne meine Hilfe. Da steht in der Aufgabenstellung, durch die Verwendung von Flüsterasphalt kam Verkehrslärm um circa, und jetzt kommt eben wieder ein wichtiger Wert, 5 Dezibel reduziert werden. Ermittle, um wie viel Prozent die Intensität des Verkehrslärms durch den Einsatz dieser Lärmschutzmaßnahme ungefähr abnimmt. Wir hatten ja schon ein Ergebnis im vorigen Video, in der vorigen Aufgabe, wo wir 80 Dezibel eingesetzt haben. Naja, jetzt sind es halt um 5 Dezibel weniger, also jetzt sind es nicht mehr 80, sondern 75 Dezibel. Der Rest bleibt völlig unverändert, den schreibe ich jetzt wieder ganz normal ab, und das solltest du jetzt eigentlich schon selbst ausrechnen können. Du solltest auf das Ergebnis kommen, dass hier das L 10 hoch minus 4,5 Watt pro Quadratmeter beträgt. Das ist dieselbe Rechnung wie im vorigen Video. Und alles, was jetzt kommt, ist noch Prozent rechnen. Das heißt, wir sollen uns ausrechnen, um wie viel Prozent ist das denn jetzt eigentlich weniger? Und jetzt brauche ich elementare Prozentrechnung. Wenn ich Prozente gegeben habe, multipliziere ich mit dem Änderungsfaktor, aber hier möchte ich ja die Prozente ausrechnen. Und wenn ich die Prozente ausrechne, dann dividiere ich, und ich dividiere immer durch meinen ursprünglichen Vergleichswert. Und die Intensität bei 80 Dezibel, das war mein ursprünglicher Wert, den ich jetzt zum Vergleichen heranziehe. Also das ist mein sogenannter Grundwert, durch den dividiere ich, aber natürlich jetzt nicht durch diese 80 Dezibel, sondern durch das, was ich im vorigen Beispiel, im vorigen Video rausbekommen habe. Das Ergebnis vom vorigen Video waren ja 10 hoch minus 4 Watt pro Quadratmeter. Durch die muss ich dividieren. Bei dieser Aufgabe habe ich jetzt rausgekriegt 10 hoch minus 4,5 Watt pro Quadratmeter, und das tippe ich in den Taschenrechner ein. Und der Taschenrechner gibt als Ergebnis aus 0, ja, machen wir es auf 3 Stellen nach dem Komma, 316, und das entspricht, wenn ich es in Prozenten umrechne, Komma um 2 Stellen verschieben, weißt du noch aus der 5. Klasse, nehme ich jetzt mal an, oder aus der Unterstufe, das sind jetzt 31,6%. Das heißt, diese 75 Dezibel hier oben entsprechen 31,6% von diesen 80 Dezibel. Ja, also das Ergebnis, das jeweils bei dieser Schallintensität rauskommt. Und das bedeutet, wenn das jetzt nur mehr 31,6% sind, dann ist es im Vergleich zu 100%, das war ja mein Wert am Anfang, ich starte ja normalerweise immer bei 100%, dann sind das um wie viel Prozent weniger? Rechen, 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 ratter, ratter, ratter. Das sind 68,4% weniger geworden im Vergleich mit 100%. Ja, von denen ich ja ausgegangen bin. Also, zu Beginn waren es 100%. Jetzt ist es um 68,4% weniger geworden. Jetzt ist es deshalb auch nur mehr 31,6%. Und wenn steht, um wie viel Prozent hat es ungefähr abgenommen? Naja, es hat eben um 68,4% abgenommen, weil es ja jetzt nur mehr 31,6% im Endeffekt sind, die noch da sind. Also 68,4% nimmt der Verkehrslärm ab, wenn man Flüsterasphalt verwendet. Eigentlich ziemlich krass.